Mir geht es hier nur um die Wahrheit. Ob der jetzt in Dortmund spielt oder Bayern, das ist mir ziemlich wurscht. Die Wahrheit ist im Dezember 2001 alles andere als schön. Freiburgs Abwehrjuwel Sebastian Kehl ist innerlich zerrissen. Kehl hat ein Millionenhandgeld und einen Vorvertrag der Bayern für einen Wechsel in der Tasche. Eine früher gängige Köderpraxis, wie Freiburgs damaliger Manager heute noch weiß. Erstmal Geld irgendwo hin zu überweisen, um dem Spieler dann zu sagen, das brauchst du auch nicht zurückzahlen, ne, wenn du zu uns kommst. Doch nun steigt auch Borussia Dortmund ins Rennen ein. Kehl zahlt daraufhin das Handgeld zurück und fühlt sich von allen Versprechungen befreit. Der Poker ist wieder offen. Ja, nachdem Herr Zorc im Sommer den Tiefschlaf gehalten hat und wir den Spieler gehabt haben, versuchen sie jetzt, ihn mit Geld zuzuschmeißen. Das Geschacher um den erst 21-Jährigen wird zum Top-Thema des Boulevard. Die Fans im beschaulichen Breisgau zeigen sich zunehmend genervt von ihrem einstigen Liebling. Natürlich mussten wir ihn hier und da auch mal in den Arm nehmen in dieser Frage. Denn das kann ein junger Spieler auch nur schwer verpacken. Es gibt nur eine Lösung, ein sofortiger Wechsel. Zwischen den Feiertagen glühen bei Rettichs die Drähte. Wir waren im Weihnachtsurlaub und ich hatte tatsächlich an dem einen Tag Herrn Hoeneß in der Leitung und am nächsten Tag Herrn Meier. Am Ende aber gibt's eine schöne Bescherung für den SC Freiburg. Ich glaube, die Verhandlungen hätten auch Sie führen können. Da waren die Voraussetzungen ganz gut. Am Ende macht Borussia das Rennen für die Freiburger Rekordablöse von fast 4 Millionen D-Mark. Von Kehls Vorvertrag bei den Bayern wollen sie nichts wissen. Der Spieler sagt eindeutig, dass er keine, weder mündlich noch schriftliche Vereinbarung hat. Das aber sieht der FC Bayern immer noch anders und gibt erst klein bei, als Kehl sich beim Rekordmeister bei einem Friedensgipfel aller Parteien entschuldigt. Die ganze Wahrheit kennt nur Kehl selbst, aber der hält es damit wie vor 19 Jahren. Ich möchte einfach das jetzt dabei beruhen lassen, möchte mich zu dem Thema einfach nicht mehr äußern. Der Wechsel selbst soll sich für Kehl lohnen. Mit Dortmund wird er dreimal deutscher Meister und einmal Pokalsieger und reift zum langjährigen Kapitänsspieler der Borussia.